So, hallo. Dankeschön, dass ihr gewartet habt. Okay, wir gehen dann mal zu Trude. Und dann ist eigentlich nur die erste Zahl, die wir... Die ersten Zahlen kommen, der erste Zahlenblock, den wir brauchen. Ich habe mir hier ein Foto gemacht. Oder im Chat steht es ja auch nochmal. Vielleicht können wir sie auch fragen, sie ist wie spät die Wirtin es ist. Des Gasthauses. Stimmt. Ja. Können wir, kannst du sagen, wie Hallo spät Professor es ist? Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Nee. Ach, schon gut. Ich muss weit fühlen. Aber hier steht ja, irgendwas stimmt mit der Zahl nicht. Also mit der Uhr. Was steht denn hier auf der Uhr? Keine Ahnung. 23.10 Uhr? Oder was ist das? Ach nee, gar nicht. Oh mein Gott. Ich sehe jetzt erst das Ziffernblatt. Wartet mal. Das Ziffernblatt ist ja ganz falsch. Jetzt verstehe ich, was er meint mit, da ist irgendwas komisch. Irgendwas stimmt mit dem Ziffernblatt hier nicht, oder? 1, 2, 3, 4. Ist okay. Hier ist aber dann irgendwie auch nur ein Strich. Ist auch wieder nur eine 5. Das Ziffernblatt ist weird, ne? Was ist denn das denn? 7? Das, da, ich habe die ganze Zeit nicht gesehen, was er meinte mit, weil er sagt die ganze Zeit, irgendwas stimmt nicht. Hm. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Das sagt er die ganze Zeit und ich habe das die ganze Zeit nicht gesehen mit dem Ziffernblatt. Das fällt mir jetzt auf, dass das irgendwie nicht stimmt. Oder? Hier ist ein kleiner Strich. Es könnte eine 5 sein. Also 1, 2, 3, 4, 5. Aber man erkennt es halt auch nicht so gut. Hans, kannst du eine Lupe suchen? Bitte. Nee, ich glaube, das checke ich nicht. Aber das Ziffernblatt sieht irgendwie komisch aus. Irgendwas stimmt doch da, glaube ich, nicht, oder? Vielleicht ist es halt, vielleicht erkenne ich es auch einfach nicht so gut. Aber ich habe die Auflösung schon aufs Höchste. Also keine Ahnung. Ist halt auch sehr klein. Können wir vielleicht hier mal hoch? Hat er eine Uhr? Weißt du, wie spät es ist? Kann leider keine Lupe finden. Ach, Hans. Wie ist die Lage? Geht so. Etwas Persönliches fragen, Dimensionsreisen. Darf ich etwas Persönliches fragen? Ja. Nee. Ach, schon gut. Wir haben ja auch keine Uhr oder sowas. Die einzige Uhr ist unten. Diese Standuhr. Ich meine, rein von der Position, der Zeiger her müsste es 12.13 Uhr oder so sein. Nee, bei 12? Bei 12 Uhr müsste der Zeiger ja ganz oben schon stehen, also gerade. Der ist ja noch ein bisschen schief. Oder? Also eigentlich eher 23 Uhr. 23.10, oder? Ja, wobei, dann wäre er noch eher auf der Höhe. Wie ist denn das? Nee. Weil bei 12 muss er ja theoretisch schon drüber sein. Oder halt 11. Weird.
Das ist irgendwie komisch. Und da die 1 und die 2 mindestens zweimal auf der Uhr hat, nicht gut zu deuten. Ja, ne? Ich sehe es halt auch wirklich nicht gut. Das hier könnte, da könnte halt noch ein kleiner Strich sein. Es könnte wirklich die 5 sein. Jedes V. Ich sehe da einen ganz kleinen Strich, aber das erkennt man halt auch wirklich nicht gut. Läuft sie rückwärts? Oh, vielleicht läuft sie rückwärts. Das meine ich. Ich würde am nächsten an die Position der Zeiger kommen. Aber irgendwie ist das komisch. Ja, irgendwie ist komisch, ne? Weil wenn du 12 Uhr hast, dann müsste der Zeiger wirklich gerade schon sein. Und wenn du 12 Uhr schon nach 12 Uhr hast, dann wandert er ja eigentlich weiter zur 1 wieder. Das heißt, er steht ja kurz vor. Die Zeiger geben keinen Sinn. So wie das da steht, kann die Uhrzeit nicht existieren. Weil wenn das, sagen wir, das ist 11, ja, hier, ganz normal 11, von 11 auf 12. Und dann aber kurz danach, dann wandert er ja eigentlich weiter. Das ist die falsch rum? Also ist es 10 vor 24? Also 10 vor 12 eigentlich? Weil dann würde es hinhauen. Wenn man den Zeiger verändert und das quasi spiegelt, also einmal umklappt, hier einen Spiegel hin und das dann da ablesen sozusagen. Oh, mein Hirn explodiert gleich. Weil dann würde die Zeigerposition ja Sinn machen, wenn der lange Zeiger theoretisch hier wäre. Dann wäre es 10 vor 12. Oder wir probieren einfach rum. Was halten wir davon? Trude? Hallo Professorchen. Irgendwie trotzdem komisch. Ich weiß auch nicht. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Für die Meteorologin oben auf dem Berg. An die Meteorologische Gesellschaft? Ja, natürlich. Schießen Sie los. Also. Warte, wir haben das hier. Ja, guck mal, aber hier ergibt ja wieder nichts Sinn. Also, die letzte Zahl ist eine 4. Oh doch, das ergibt Sinn. Guck mal, die ersten beiden Zahlen sind eine 0 und eine 7. Die letzte Zahl ist eine 4. Dann kann es nur das sein. Weil die letzte Zahl von der Zahlenreihenfolge ist eine 4. Es kann nur das hier sein. Null, sieben, zwei, null, vier. Vielleicht hätten wir uns einfach nur die Sachen immer aufschreiben müssen und wir hätten uns gar keinen Plan machen müssen um die Uhr. So. So, das war 10, 4, 3, 3. Das habe ich mir gemerkt. 4, 3, 3. Dann haben wir 2, 2, 6. 2, 2, 6, 0, 8. Und Hallöchen, Damien. Hallo, hallo. Dann haben wir 4, 0. 4, 0, 0, 1, 8. Eins, acht, eins, null, neun. Null, 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 drei, null. Und hier haben wir 04, 1, 0, 3. 04, 1, 0, 3. Okay. Die Antwort lässt ja nicht lange auf sich warten. Jetzt bin ich gespannt. Ich lese vor. Werte uneindeutig, stopp.
bitte alle Messungen überprüfen, Stopp. Sensation, Stopp? Danke, Trude. Ich werde die Nachricht sogleich überbringen. Ja, nun ergibt es Sinn. Ja, man hatte ja die beiden Zahlen ja vor. Also, man hatte ja am Anfang 07 und die 4. Und dann gab es ja nur die eine Option mit der 4. Hätten die jetzt mehrere mit der 4 hinten dran gemacht gehabt? Denn, nee. Ja, dann wäre das ein Problem gewesen. Und Damien ist gemein. Damien klaut mir meine Brille. Oha. Oh Gott. Hallo Chat. Ihr seid ein bisschen unscharf geworden. Also. Schon seid ihr immer sehr scharf. Blindhund Ellie geht so, aber ihr seid ein bisschen unscharf. Es ist ein bisschen mehr Rätselraten, was ihr da schreibt. Wird betrunken vom Brille abnehmen? Nee, aber ihr seid ein bisschen unscharf. Ich hoffe, ich muss mir das nicht merken. Kann Sie mir nochmal... Hallo, Professor. Ich muss weiter. Fühlen Sie also, sich... Sie sagt mir das aber nicht nochmal. Also, ich hoffe... Irgendwas mit Sensation. Ich hoffe, ich muss mir das nicht merken. Können wir eigentlich... Spot-Indikator... und interagieren. Wir können aber dieses... Also... Wir haben ja diese Postkarte oder so, die können wir aber nicht so immer nehmen, ne? Ist ja schön. Dann gehe ich halt immer hier hin und dann da wieder hoch. Was? Hamori ist unscharf? Warte, Hamori holt Chili. Nein. Ich meine, ich... Ach, Manu. Mir wurde meine Schärfeeinstellung halt gerade genommen. Für 10 Minuten. Das ist aber okay. Hallo? Guten Tag. Genau. Ich überbringe eine Antwort aus der Zentrale. Hier ist die Antwort aus der Zentrale. Werte uneindeutig. Stopp. Bitte alle Messungen überprüfen. Stopp. Sensation? Stopp. Oh, eine Sensation, hörst du? Eine echte Sensation. Bitte tu mir noch einen Gefallen, dann kannst du dir so viel Helio nehmen, wie du willst. Hier, nimm diesen Schraubenzieher, geh zu meinen 3 Außenstationen, guck rein und bring mir die Werte. Mhm. Bitte, ich kann hier auf gar keinen Fall weg. Wo finde ich die Messstation? Also, eine ist unten am See... Die zweite im Ort bei der Aussichtsplattform und eine dritte steht draußen im Moor. Alles klar. Tausend Dank, Herr... Tannhauser. Herr Tannhauser, danke. Es war Mori wieder scharf. Das ist echt so eine kleine Emote-Reihenfolge, ne? Demian gibt dir die Chili. Das Pop-Emote isst sie quasi, so nom 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 nom. Dann denkst du dir so, scheiße, scharf, fängst an zu weinen und dann sprühst du es so über. Mit dem Rage so. Im Moor. In dem Moor. Ins Moor. Warte, habe ich den Schraubenschlüssel jetzt mitgenommen? Ja, habe ich. Stimmt, hier das hier, ne? Was ich vorher nicht interagieren konnte. Kann mir kaum vorstellen, dass sie regelmäßig hier rauskommt. Mal sehen. Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Temperatur, Luftdruck. Ah ja. Noch 2 Wetterstationen zur Überprüfung. Ja, warte. Dann einmal hier zum See. Da müsste doch auch einer gewesen sein, hier drüben. Da. Hä?
Schon wieder aus dem rausgetappt. Da. Bin auch manchmal niedergeschlagen. Oh. Ich hoffe nicht allzu oft. Mal sehen. Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Temperatur, Luftdruck. Ah ja. Hygrometer sollten eigentlich nicht so nah am Wasser stehen. Naja. Nur noch eine Wetterstation zur Überprüfung. Ich hatte nichts zu merken. Ja, ich weiß gerade nur nicht, wo die letzte ist. Was denn das? Oh doch, ich weiß wo. Halt! Halt, ich weiß wo. Da, wo die Seilbahn hochging, ne? Sie hat es vorhin erzählt gehabt, ich hab's ignoriert. Ich hab auf Chat geguckt. Da, wo die Seilbahn hochging, ist es das da? Nee. Das ist der Baum. Das hier ist die komische Klinik. Da wollen wir auch nicht hin. Muss ich echt von hier aus hoch? Okay. Ja, da war doch das da, oder? Ja. Den haben wir doch alle drei. Mal sehen. Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag. Ganz schön windig hier oben. Temperatur, Luftdruck. Ah ja. Das sollte reichen. So, dann müssen wir doch alle drei haben. Ist immer doof, dass man hier so weit laufen muss. Ich habe irgendwie keinen Shortcut für die Postkarte. Und dann wieder hoch. Müssen ja alle drei haben. Haben wir alle drei, genau. Hallo? Guten Tag. Ich habe hier Ihre Messdaten. Oh. Das ist ja einfach unfassbar. Das ist der Nobelpreis. Ich muss mir das unbedingt aus der Nähe ansehen. Aber... Ach ja, behalt das Helium. Nimm so viel du willst. Okay, bye. Have a great time. Sie fliegt da noch. Sieh noch ihre Beinchen. Jetzt ist sie weg. Okay. Aufgepumpt mit Edelgas. Perfekt. Wir laufen damit jetzt nicht rum. Eine weitere Komponente für den Quantendiskriminator. Wir laufen jetzt so rum. Wir laufen jetzt so rum. Das ist okay. Wir sind wunderschön. Grandios. Ja. Ein Badeort-Tourist. Das sieht aus. Ach, Hans. Du bist so eine Pfeife. Bei dem Wetter bleibe ich lieber am... Ach so, ja, hier will er ja nicht hin. Das haben wir auch schon angeguckt. So, haben wir jetzt alles? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Ach, na, warte, den Fernseher. Haben wir noch den Schraubenschlüssel? Haben wir. Vielleicht kann ich jetzt den Fernseher nämlich aufmachen. Ja, guck mal hier. Perfekt. Das ist die letzte Komponente für den Quantendiskriminator. Ja, wir haben jetzt alles.
Nice. Die kann man nicht Halle machen, ne? Ich verstehe die Uhr nicht. So. Dann können wir das doch hier alles ranbauen, oder? Muss das in einer bestimmten Reihenfolge ran? Warte mal, ich blende mich mal wieder aus. Da seht ihr, was ich hier mache, weil es sonst hinter mir ist. Jetzt geht die Welt unter, wahrscheinlich. Ja, auch einen Dino-Schwimmreifen. Der ist schon cool irgendwie auch, ne? Aber sieht halt so doof aus. Also so, keine Ahnung. So, 10 Minuten sind um. Ich darf mir wieder meine Brille aufsetzen. Das heißt, ihr seid wieder scharf, Chat. Muss das in einer gewissen Reihenfolge? Ich weiß es nicht. Das ist das Grundgerüst für unseren Quantendiskriminator. Ja. Er ist fast fertig. Es fehlen nicht mehr viele Teile. Auf jeden Fall fehlt eine Energiequelle. Achso, okay, ist egal dann, okay. Aber dann erstmal hier. Danke, perfekt. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. 3 Teile noch. Ja, warte mal, ich hab die ja alle. Gretchen hat eine Idee. Keine Zeit zu verlieren. Oh. So, jetzt noch etwas Calcium. Oh. Was hat sie vor? Den Schwimmreifen wegmachen. Gute Idee. Das ist es. Die Hälfte hätten wir. Nur noch 2 Teile. Und Gretchen hat nochmal eine Idee? Gretchen macht Fortschritte. Gefahr steht ins Haus. Oh. Kerntemperatur auf 15 Millionen Grad Celsius. Check. Hilfe? Ist ganz schön heiß. Ich hätte die Sachen auch einfach schon vorher abgeben können, denn dann hätten wir das jetzt nicht alles auf einmal. Es tut mir leid, ich dachte, ich muss erst alles haben, damit es so wieder so ein... Also ich wusste nicht, dass ich sie einzeln hier reinpacken kann. Ich dachte, das ist wieder so ein ganzes Ding, was zusammengehört. Das sollte funktionieren. Super. Fast fertig. Ja, super. Es fehlt nur noch ein Teil. Mhm, was macht Gretchen jetzt? Gretchen bleibt dran. Die Zeit läuft ab. Gerichtete Tachyonimpulse. Ja, check. Der Typ schillt da einfach nur und denkt, wir können nicht zählen. Quasi, ja. Ist echt so, ne? Aber dem ging es halt irgendwie auch nicht gut. Hui, ja, ich versuche mal was damit. Das war's. Hans! Wir haben ihn. Den Quantendiskriminator. Ah, Quantendiskriminator. Gretchen hat es fast geschafft. Die Welt gerät in Auflösung. Eine Auflösung? Oh. Projektionsmatrix-Check. Ha! Es funktioniert! Kapitel 5. Exit Planet Earth. Oh. Ja, ne, tschüss, Planet Erde. Hallo? Hans! Ja? Hier drüben! Ich komme! Lazarus? Lass mich nicht allein! Irgendwo von hier habe ich das gehört. Aha. Wir müssen schnell machen. Tannhauser, hier entlang. Warum sind die alle rot? Willkommen im Kaninchenbau, Herr Tannhauser. Okay. Barbarossa,
Den habe ich vornehmlich konstruiert, um die Station zu überwachen, wenn ich gerade auswärts essen bin. Siehst du jetzt die richtige Welt? Okay. Das ist ein bisschen gruselig. Denk an die Fichtenzapfen. Ellie ist wieder da. Ja. Und wieder trinken und strecken. Mann, Mann, Mann. Ihr mit eurer Kombi immer. Einmal gestreckt. Und Schluck trinken tun wir auch noch. Ich gehe da aber schon mal rein. Prost. Was war das? Ich dachte, das ist eine Mod-Kombi. Ja, anscheinend auch jetzt die Viewer. Anscheinend macht ihr das jetzt auch. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Müssen wir da wieder rein? Kann mal gucken, ob ich hier irgendwas tun kann. Nö, hier kann ich halt wirklich nichts tun. Wenn ich das Ding mit habe. Ohne Barbarossa bekommen wir die Tür nicht auf. Oh. Was, wer hat das Pixelmodell nochmal gemacht? Sunprawn oder so. Hab den Namen vergessen. Barbarossa? Barbarossa, wach auf! Oha, das sieht nicht gut aus. Ohne Barbarossa bekommen wir die Tür nicht auf. Barbarossa? Barbarossa, wach auf! Oha, ohne Barbarossa Ja, richtig. Warte mal. Können wir den wieder heile machen? Schauen wir uns den Patienten mal an. Ich repariere das mit dem Fett nicht. Doch. Ingrak, du kommst jetzt hierher. Reset, du machst das da heile. Repeat, rewind. Und Kabelmanagement hätte ich ja auch gerne, ja? Aber drauf war man. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt die Hühner satteln? Gretchen, bitte hör uns zu. Macht die Wiege, Freunde, sonst gibt's Saures. Aber dieser Herr hier möchte nur nach Hause. Durch das Portal. Tja, das Ding hat leider kaum mehr Saft. Mehr als einen Sprung wird's nicht geben. Und das wird meiner sein. Euer Pech. Wir können dich nicht so weitermachen lassen. Sehen Sie nicht? Sie zerstören alles um sich herum. Mir egal. Als ob es in diesem Kaff irgendwas Erhaltenswertes gäbe. Was ist los mit dir? Ich hätte nie gedacht, dass du so sein könntest. Und genau das war dein Fehler, Bambi. Du hast doch keinen blassen Schimmer, welche unglaubliche Macht dieses Portal mit sich bringt. Mein Lebenswerk. All die Jahre der Suche und zack, ist es da. Und du hast mich auch noch direkt hingeführt, du alter Esel. Oh, ich sage euch, wenn meine Mutter mich sehen könnte. Deine Mutter? Meine Mutter. Ich erzähle euch das jetzt nur, damit ihr nicht dumm sterben müsst, aber... Falls du es noch nicht geschnallt hast, nochmal zum Mitschreiben. Meine Mutter hat diese Anlage errichtet. Das ist ihre Arbeit. Sie ist die Millennium-Kooperative. Ich werde losziehen und sie finden. Auf der anderen Seite. Und ihr werdet mich nicht daran hindern. Ich verstehe dich. Aber ist es das wert, die ganze Welt mit in den Abgrund zu reißen? Wir müssen einen anderen Weg finden, Gretchen. Was soll ich noch mit dieser Welt? Sie ist mir egal. Sie hat mir nichts als Kummer bereitet. Da, wo ich hingehe, wartet eine neue Welt auf mich. Viele neue Welten! Das können wir nicht zulassen. Ma'am, treten Sie von der Konsole zurück. Bevor wir
ungemütlich werden. Okay, Jungs, es reicht. Ich habe euch gewarnt. Dolores wird jetzt die Steuerung übernehmen. Bestätige, Gretchen. Habe Steuerung übernommen. Kampfbereitschaftsstufe 1. Hoch damit und raus mit ihr. Volle Energie und fertig ist die Dolores-Infanterie. Was? Lazarus? Ich komme von hier leider nicht ran. Ach so. Ich komme nicht ran. Warte. Regenbogen! Hübsch. Ich komme nicht nah genug. Aufhören! 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 Jetzt hör auf! Ich hab nur das. An die Sachen komme ich nicht ran. Oh, da hinten vielleicht? Ja, es hat Sachen gemacht. Was sind das für Sachen? Oh, ich kann mich hin teleportieren. Ich komme nicht dran. Oh Mist, okay. Aha, okay. Warte, ich muss denn da hin, zu dem da. Ching. Tasten. Oh, oh, oh. Was ist das? Will ich es wissen? Nee, nee. Mach einfach irgendwas kaputt. Eindringungsalarm. Eindringungsalarm. Was? Ich verstehe nur Bahnhof. Den kann ich aber auch nicht. 10. Speicherüberlauf. Können wir hier das nochmal machen? Da wieder hin. Okay. Ich sammle die mal ein. Anscheinend muss ich das tun. Ich bin mir echt unsicher. Ja, ich nimm mal den. Weil hier sind dann diese drei Scherben. Ist aber auch frech, die, wenn ich hier auf die Leertaste gehe, dann werden die halt nicht markiert, dass ich sie anklicken kann. So. Dann muss ich nochmal, weil ich muss an die noch rankommen. Ja, deswegen dachte ich erst, ich kann mit denen nicht interagieren, bis ich dann wirklich mal raufgeklickt habe und dann kam doch was. So. Das ist das Letzte. Ist da wieder anklicken oder das denn? Ich weiß es nicht. Oh. Hier passieren Dinge.
Einringungsalarm, Einringungsalarm. Fehler. Speicherüberlauf. Ja, aber ich glaube, dem kann ich nicht helfen. Kann hier jetzt aber auch nichts mehr machen. Okay. Dann feuern wir da nochmal rauf. So, nee, jetzt komme ich nur wieder an verschiedene Punkte. Oh oh. Was? Wo ist meine Stimme? Hallo? Das ist eine gute Frage. Die sind auch alle ohne Farbe noch und so. Bruder, sind Sie das? Nur Energie für einen Schwung. Ellie so springt. Ja! Ach, da ist die Doofe. Diese Statue sieht ein bisschen aus wie Gretchen. Nimm das! Kaboom! Ich hab Gretchen kaputt gemacht. Warte, jetzt, ich strahle sie an. Oder so. Ich weiß es nicht. Was in Schrödingers Namen war das? Ich kaputt gemacht. Lazarus? Ihr werdet mich nicht aufhalten. Aufhören. Warte. Und dann geht sie doch wieder weg, ne? Wenn ich das mache. Schaden! Schaden! Kann ich das die ganze Zeit bei ihr machen? Ihr macht einen großen Fehler. Nee, nee. Aufhören! Okay, er sagt immer nur aufhören zu ihr. Nochmal draufstrahlen. Ist das gut, dass sie da jetzt steht? Ich weiß es nicht. Jetzt ist Sense! Oh oh. Das ist nicht gut. Also sie teleportiert sie, wenn ich sie so hin und her mache, dann springt sie halt immer nach da und glaubt nach da. Aber was mache ich damit? Sie ins Portal schubsen? Aber hat sie denn nicht das erreicht? Ich überlege halt, hätte ich sie schubsen müssen, aber erreicht sie dann nicht das, was sie wollte? Sie wollte doch durch das Portal. Hätten wir sie denn nicht einfach gehen lassen können, wenn wir sie reinschubsen? So, weißt du, was ich meine? Und so wie es aussieht, doch eine Zeitsache, ja. Oder ich muss hier an den PC nochmal ran. Könnt's ja mal probieren. Ich schieß mal wieder auf sie drauf. Sie denn da steht. Steht sie da? Sie steht direkt da. Oh, warte, hier. Da kann ich was machen. Schnell! Ja, er hat sie ausgenockt. Und sie fällt rein. Aber... das verstehe ich nicht. Hätten wir sie denn nicht einfach gehen lassen können? Durch das Portal? Für alle Ewigkeiten im Nirvana des Weltennetzwerks verschollen sein.
Ich glaube, sie hat es eigentlich gar nicht so gemeint. Es tut mir leid für sie. Aber es hilft nichts. Ansonsten hätte sie vielleicht meine Welt zerstört. Goodbye, Gretchen. Barbarossa! Das war wohl zu viel für ihn. Seine Schaltkreise sind endgültig durchgebrannt. Danke, Barbarossa. Du warst ein echter Freund. Pfadfinder, Ehren, Hort. Hans, danke für alles. Ich muss jetzt nach Hause. Lazarus, warte! Können wir uns wiedersehen? Ich weiß es nicht. Ich wollte dir gerne sagen, es gibt so viele Realitäten, in denen wir uns nicht begegnet sind. Und deshalb bin ich einfach nur froh, Teil von dieser hier zu sein. No. Aber ich habe noch so viele Fragen. Das hier ist mein Leben, meine Arbeit, mein Ein und Alles. Ich habe vielleicht Antworten für dich, aber wenn ich bleibe, muss ich sterben. Komm doch mit. Mit dir mitkommen? Können wir mitkommen? Du meinst, in die großen Weiten? Den Orkus? Das Nirvana? Das Schattenreich? Die ewige Finsternis? In die endlose Leere? Ja, wirklich, im Ernst. Komm mit mir. Das wäre toll. Du und ich. Wir beide auf der Reise quer durch die Galaxis. Lass uns zu den Sternen fliegen und eins werden mit dem Universum. Aber wie kann ich... Komm einfach. Befreie dich aus den engen Grenzen deines Selbst. Lass mich deine Augen öffnen. Ich sage dir, du wirst danach so vieles mehr von dem verstehen. Vom Leben, vom Kosmos und allem. Bitte, lass mich nicht allein. No. Denn Hause. Auf! Nein, ich will mich nicht entscheiden. Ich will beides. Ich will beides. Ich will beides. Aber Barbarossa. Wir haben ihm versprochen, wir kommen wieder. Wir sind wieder gekommen, aber... Teil 2 ist dann Gretchen sucht mit Brot und Krümeln nach dem Weg nach Hause. Ja. Dann schnell ein zweites Spiel aufmachen. Ich glaube, ich kann nicht mehr speichern. Ich glaube, ich kann nicht mehr speichern, oder? Nee. Nee, ich kann nicht speichern. Und unsere Familie, und wir haben ja auch diese Audio-Sachen gehabt. Mit Beverly. Und so, und die warten ja auch, dass wir wiederkommen. Eigentlich. Eigentlich warten die ja auch darauf. Die meinten ja, wir sollen wieder gesund und munter zurückkommen. Also die ganze Familie und die ganzen Leute hier einfach zurücklassen und mitgehen oder hier bleiben. Und die ganzen Leute halt mit einem haben. Oder nur mit einem Dude mitgehen. Das ist eine echt schwierige Entscheidung. So ging es mir bei Cyberpunk. Diese Endentscheidung. Oh. Stell mir auch schwierig vor. Ich weiß es nicht. Ich würde beides gerne sehen wollen. Bin gerade hin und her gerissen. Ich weiß es doch auch nicht. Überleg gerade, was... Die Chance hast du halt nur einmal, ne? Die kommt nicht wieder. Aber alle zurücklassen... Stell dir vor, du streitest dich mit dem Dude. Dann hast du niemanden. Bist du in der Weite des Universums und bist halt alleine, weil du dich mit dem einen Dude zerstritten hast. So... Mann, das ist voll schwierig. Kacke.
Komm, wir gehen mit. Es tut mir leid. Oh. Och, Manu. Beverly. Etwas ist gerade zu Ende gegangen. Und plötzlich habe ich das Gefühl, dass alles unmittelbar bevorsteht. Dass alles und jedes für immer entschieden ist. Ich komme zurück zu dir, so schnell ich kann. Versprochen. Ende. Wir können mal gucken, ob es irgendwo einen Autospeicher gab. Wahrscheinlich vor dem Endkampf. Und wenn nicht, der Endkampf ging ja theoretisch nicht ganz so lange, wenn man weiß, was man macht. Und vielleicht gucken wir uns das andere Ende dann auch noch an. Hätte ich jetzt einfach gesagt gehabt. War aber ein schönes Spiel, auch wenn mich die Synchronisation ein bisschen... Also die von Gretchen, die hat mich sehr rausgehauen. Weiß auch nicht. Irgendwie hat sich die Synchronisation sehr steif angehört. Das ist, glaube ich, so mein einziges Manko. Die Synchronisation. Weil die sich vor allem am Anfang hat die sich halt sehr, sehr steif angehört. Und nicht wie richtige... Rita. Jetzt hat sie halt nicht angehört wie richtige Synchronsprecher, sondern wie ein Projekt, was da halt so eine Projektarbeit außer Schule. Wir mussten das zum Beispiel auch machen. Also nicht sowas. Wir mussten eine Radiosendung moderieren damals in der Ausbildung. Und mussten dann halt alles nur mit Sound machen, also ohne visuelle Darstellungen, sondern wirklich nur mit Sound. Und mussten damit auch eine Geschichte erzählen. Und manche Leute haben sich das halt auch synchronisiert. Deine Ölpumpe scheint in Ordnung zu sein. Vielleicht hast du was am Hyperraumantrieb. Habe ich gecheckt, bevor wir los sind. Schauen wir mal. Ah, da haben wir's. Interdimensionaler Steinschlag im Quantensprungkompensator. Glück gehabt. Ein neuer Hyperraumantrieb kostet heutzutage um die 29 Space-Mäuse. Ach, das haben wir gleich. Hörst du das? Schnurst wie ein Kätzchen. Tja, danke. Da oben ist der Fuchs. Kann ich wieder die Alte sein? Ich hab dir doch schon mal gesagt, sie ist als Upgrade. Gretchen? Ja, Dolores? Ist es noch weit? Nein, es ist nicht mehr weit. Was war das Tutorial? Da ist unser Tutorial gestartet. Wenn du hier bleibst, kommt da noch was? Das werden wir vielleicht sogar noch rausfinden. Aber ja, wir hatten auch so eine Projektarbeit und dann haben halt Leute das aus... quasi synchronisiert so ein bisschen sowas. Das hat sich irgendwie so ähnlich angehört. Also nicht sehr professionell. Aber it's okay. Es war ein schönes, kleines Spiel. Wir haben das ja jetzt in zwei Sonntagsstreams durchgemacht, durchgespielt. Und ich fand es ein sehr, sehr angenehmes Point-and-Click. Das muss ich dem Spiel wirklich zugute heißen. Es gab jetzt eigentlich fast keine Stelle, wo ich mir sage, boah, ich hing da so hart. Guck mal, wer da ist, Erik Kronkrange. Aha. Aha, aha. Aber schön, dass das finanziert wurde auch. Ich sehe Credits, du hast es geschafft? Ja, aber ich möchte gerne gucken,
ob wir nicht noch das andere Ende hinbekommen. Wer hat Gronkh gesprochen? Nee, er hat ja nur Patreon war da, stand da ja dran. Ne? Das sind viele Namen. Und wir kommen zurück, Michi. Der Gregor Onk mal wieder. Den findet man in jedem Spiel irgendwie. Jedes Spiel, was nicht wirklich groß ist oder so, was ich so kenne oder was ich in der Bibliothek habe. Und ich gucke dann, wie spielen das denn durch? Und dann steht irgendwo in den Credits, steht immer Gronkh irgendwo. Da ist auch Marvin Clifford, sehe ich da gerade als Namen. Wall of Names, ja. Wie viel Spielzeit hast du jetzt für Trüberbrock gebraucht? Wie lange sind wir denn heute live? 4 Stunden und letztens um die, was haben wir gespielt? 5 oder 6 Stunden? Ich kann ja mal raus. Mein Namen sollte ja weiterlaufen, Musik sollte ich auch haben. Ich gehe mal kurz gucken. Aber der Endkampf jetzt quasi war jetzt auch nicht allzu lange. Deswegen würde ich gucken, dass wir den auch noch... Oder vielleicht... Ich weiß ja nicht, wann der Checkpoint war. Vielleicht können wir auch noch mal neu laden. So, wie lange haben wir drüber gespielt? Jetzt knapp 10 Stunden. Also etliche Streamer und YouTuber drin. Ja, ja. Krass, ne? Ein paar Namen kommen mir da auch schon bekannt vor. Benjamin Husemann. Aha. Erich der Kranführer. Was? Was? Ich bin irgendwelche komischen. Ich gabel manchmal irgendwelche Namen auf und denke mir so: Aha, Anonymous. Da ist anonym. Ich glaube, das sind alle, die das unterstützt haben, oder? Die das gefoundet haben, oder? Oder alle Bakers, oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Ne, wenn das halt finanziert wird. Ich glaube, das sind die alle, oder? Warte, weil hier sind so, also auch so Namen wie hier so Shadowfax, so kein normaler Name, so. Die Wall of Names, die gucken wir uns danach nicht nochmal an. Paul, Ausrufezeichen, Doppelpunkt D. Finde ich gut, sehr sympathisch. Paul, du bist sehr sympathisch. Er war so gerade so mittig, jetzt ist er ganz oben. Ah, schön. Die echte Siri. Ey, hier sind manchmal schöne Namen mit bei.
Naja, wir haben jetzt so um die 10 Stunden gespielt. Bisschen weniger als 10 Stunden. Man muss dazu aber auch sagen, wir haben ja auch viel geredet und so nebenbei. Und die ganzen Pausen auch im Hin und Wieder mal. Also, das kriegt man bestimmt auch so in 6 bis 8 Stunden durch, wenn man intelligenter ist. Thank you for playing. Dankeschön fürs Entwickeln, liebe Entwickler. Es war sehr unterhaltsam. Für einen Point-and-Click auch sehr, sehr angenehm.